Hi, ist nicht meine Begrüßung. Einen wunderschönen guten Morlock. Und heute haben wir so einen Mix aus Dingen. Drei Dinge. Wir essen Zeit. Mit Zeit meine ich eine Uhr. Vielleicht merkt ihr es ja ganz zufälligerweise, dass Mr. Smartwatch, Mr. EOS eine Smartwatch hat. Ja. Ich habe mich entschieden für die Garmin Fenix 7, da ich ja so oft wandern bin in letzter Zeit. Ja, das werde ich aber, denke ich mal, weil ich jetzt die Uhr habe, werde ich das etwas, dem etwas nachgehen. Jo, aber bevor man wandert, beim Wandern geht schon los, müssen wir auch sehen, dass wir was getrunken haben. Naja, nicht nur Bier. So. Topografisch bin ich zufrieden. Meine Höhe stimmt. Ich habe die mit GPS abgeglichen und ist genau wie ich es wollte. Auf den Meter genau wie auf dem Handy. Genauso wollte ich das, haben wir das abgeglichen. Puls. Wir gucken mal durch. Also 185 Meter hier passt perfekt. Die Höhe über den Meeresspiegel. Mr. Es liegt 185 Meter hoch. So, Wochentraining ist noch nicht abgeschlossen, da ich mir die heute erst geholt habe. Die war im Sonderangebot. Herzfrequenz steht hier was von 90. Kann ich selber noch nicht damit anfangen. 89 Herzfrequenz ist stabil. Ich hatte einen Ausschlag von 112 und meine niedrigste. Oh, Herzfrequenz war mal bei 66. Gab es hier einen Aussetzer, den ich nicht mitbekommen habe? Ich hoffe doch nicht. Ja, die Herzfrequenz, jo, ist okay, aktuell bei 89. Meine Körperbatterie steht hier was von 46. Die ist bei Start der Uhr, war meine Körperbatterie bei, also mit der menschlichen Akku kann man fast schon sagen, war bei 75. Ich habe den menschlichen Akku auf meiner Uhr. Viele wissen, was ich meine. Ja, dann haben wir die Schlaf, was im Schlaf passiert, werden wir noch sehen. Bei HFV-Status keine Daten. Ich weiß nicht, was das ist. Trage das Gerät beim Schlafen um die Veränderung. Achso, da gibt es wahrscheinlich dann extra Umhänge-Dings. Das ist so, hier haben wir den. Was ist das? Messung ruhig bleiben, der Pulsometer. Wir lassen den mal messen. Hier ist verkehrt rum. Wir werden wahrscheinlich gar nicht viel sehen. Ich soll ruhig bleiben. Ach Mensch, na gut. Zu viel Bewegung. Das hat dem Pulsmesser nicht gut getan. So. Erneut versuchen? Nein. Kalender haben wir hier noch alles mögliche. Benachrichtigungen. Wetter. Okay. Sonnenaufgang, Untergang. Also jetzt 8:52 Uhr. Müsste jetzt bald sein. Wetter sind aktuell keine Daten. Muss ich nochmal, ich habe das erste Update gemacht, deswegen. So. Kalorien 139 verbraucht. Kompass und. Erstmal unwichtig. Stress 75. Ich habe mittleren Stress. Genau, mittlerer Stress. Stressfaktor 75. Temperatur 26 Grad am Handgelenk. Ich weiß nicht, ob das mein. Die Atmung ist bei 15. Whatever, das muss ich erst noch alles rausfinden hier. Etagen, ich bin angeblich, ja, ich bin in eine Etage gegangen, das stimmt. Radfahren nicht verfügbar, weil ich nicht Rad gefahren bin. Ja, 2046 Schritte bisher ist nicht sehr viel. Wetter muss ich noch mal aktualisieren, da stimmt was nicht. Da muss ich wahrscheinlich schon mal hier die App, ach, whatever, werde ich schon wieder
da anpassen? Puls wollte ich eigentlich schon mal wissen. Habe ich das schon mal geguckt? Ich finde meinen Puls nicht. Schritte, Herzfrequenz. Meint ihr damit Puls? 87, 88? Egal, wir haben jetzt genug gelabert über die Uhr, die werde ich vielleicht nochmal anderweitig vorstellen. Es tröpfelt ein bisschen von oben. Eigentlich wollte ich schon zwei Bier vorstellen jetzt. Die zwei Kandidaten sind... Wir machen aber übrigens auch nochmal eine Wandertour. Da werden wir das hier ein bisschen ausführlicher mit, wenn ich mich da noch ein bisschen reingefuchst habe, erklären. Genau. Zwei Sachsen wieder. Einmal Lanz Kronpilsner aus Görlitz. Und einmal Meißner Schwerterbier, Privatpilz, treten ein gegeneinander an, genau. Bin mal gespannt, ich werde es unabhängig testen, was mich hier dann vom Hocker reißt und was nicht. Wird mich eins vom Hocker reißen? Ich hoffe nicht direkt vom Hocker. Wir hatten x wie viele Öffner und keiner ist mehr da. Nicht ein einziger. So, hier ist übrigens wahrscheinlich die Burg Knanstein drauf. Ihr könnt noch mal raten. Ich kann es nicht 100% sagen. Ich weiß es aktuell nicht. Egal. Wir fangen Landskron zum Schluss. Weil sich das einer wünscht, den lasse ich noch ein bisschen in Spannung. Genau. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig auch mal mit der Deckel nicht rumfliegt im Garten. Es riecht nach Bier. Schon mal gut. Das ist das Privatpilz von Schwatter. Meißner Bier. Ist das hergestellt im Meißen? Na, ja, ist es. In 01662 Meißen. Okay, es bittert fast gar nicht nach. Ein richtig gutes Bier. Jetzt kommt eine leichte Note, aber es bleibt bei einer Bitternote von 2. Und allgemein vom Geschmack her sehr, ja, fruchtig, frisch. Ich hatte es auch kühl gelagert. 8 EOS-Punkte. Jetzt wird es das Landskron schwer haben, denn ich werde es ernsthaft bewerten. Ohne Rücksicht auf Verluste. Sachte aufmachen. Ich weiß, ihr kennt das nicht von mir. Das muss eigentlich fluppen, aber ich muss. So. Jetzt geht's um die Ehre an die Görlitzer. Riecht schon mal gut nach Bier. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Dieses Bier bittert fast gar nicht nach. Doch, jetzt kommt was. 1 bis 1,5 Bitternoten. Also fast gar nicht. Ja, es ist erstaunlich. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte ehrlich gesagt, wenn es hier nachgebittert hätte, ich hätte dem wirklich eine schlechtere Bewertung gegeben. Da wäre ich eiskalt. Aber da das wirklich so mild ist, milder als das, obwohl ich das schon als mild empfand. Stimmt, Deckel soll halt fest zugemacht, dass ich den selber nicht mehr aufkriege. Auch geil. Wie kann man nur? Ja, nochmal zum Vergleich. Doch, das tut Mühe noch nachbittern am Anfang. Unglaublich. Landskron 8,3 EOS-Punkte. Ja, kann man dem geben.
ist auf jeden Fall von Sie haben Glück. Trotzdem, Meisner ist nicht schlecht. So ist das nicht. So, jetzt waren wir nochmal bei Burger King. Dann haben wir nochmal zwei Burger. Wie auch immer. Was auch sonst. Einmal die King Selection. Da haben wir hier ein... Ach, whatever. Ich zeig's euch. Ich merke mir nie, was ich da geholt habe. Ist mir auch dann im Nachhinein egal, wenn ich es esse. Das ist grün, genau wie der Hintergrund. Ich glaube, es war Beef, whatever. Oh, der ist ja flach. Hab ich etwas angequetscht. Sieht aber schon mal gut aus. Kann man nicht meckern. Das ist kein Mac Blend. Ah, das ist der Blend Bay Set. Ja, mit so einem Bacon-Aussatz ohne Bacon, oder? Steht nicht drauf. King's Selection. Ja, zumindest der Beef. Hallo? Ja, ich glaube, Double Schink. Ja, sieht schon gut aus. Das ist kein ausschließlicher Burger-Test hier, nicht zu verwechseln. Es ging eigentlich ums Bier. Nicht überwürzt, nicht über Geschmack verstärkt. Sehr gut. Ein guter, solider Burger. Okay. 8,7 Eos-Punkte. Wie immer. Auch wenn ihn manche nicht mögen. Den Mac-Pflanze. Oh ja, King Selection war schon nice. Dauert halt immer ein bisschen. Auch ein guter Burger, aber man merkt ja, man muss dann irgendwie dann, da ist ja noch die Soße dazu, die wollen dann unbedingt mit einer Soße dann wieder aufarbeiten, dass man das vielleicht nicht so schmeckt. Dass hier eine Pflanze drin ist.
Aber nichtsdestotrotz gut gelungen, wie immer. Und hat auch einen guten Anbiss. Ich habe heute noch nicht viel gegessen, deswegen habe ich ein bisschen Knast und schlinge so. Ja, richtig gut. Mal gucken, was die Herzfrequenz sagt nach dem Burger. 96 nach dem Bier und dem Burger. Na gut, ist das Puls oder Herzfrequenz nach 95 war doppelt erhöht, ha? Wenn es jetzt Puls ist, muss ich nochmal rausfinden, aber wie ist bei 96? 93, 92 geht runter. Okay, genug gelabert. Ich trinke noch einen Schluck. Nee, ich leg's nicht per Hand auf. Wo hab ich denn jetzt? Der Stresslevel steigt. Level, Alter. Gut, das war's vom Video. Ich habe euch einen kleinen Einblick gezeigt, fast über eine Viertelstunde. Viertelstunde dumm gelabert, aber mit ein paar Infos. Und ja, vielleicht werde ich am Morgen schon wandern gehen. Ich guck mal, was ich machen kann. Da werden wir die Uhr ein bisschen einsetzen und gucken, wo hatte ich Stress, welche Höhe sind wir gegangen, wie ist die Temperatur, wie viele Schritte. Und vielleicht werde ich die Karte dann auch dann am PC so analysieren und mit einblenden und wie ich gegangen bin. Ja, mal gucken, vielleicht, eventuell wird es Erzgebirge so die Richtung. Kann ich auch nicht genau sagen. Vielleicht gehe ich einfach ohne irgendeinem See rum. Ja, das steht noch nicht fest. Wanderer braucht einen Rucksack. Guten Morgen.